In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du die Schublade an deiner Waschmaschine reinigen kannst. Denn hier gibst du immer Waschpulver sowie Weichspüler hinein und das sorgt natürlich auch dafür, dass diese Schublade irgendwann ziemlich verdreckt ist. Doch wie du vielleicht schon gemerkt hast, kannst du die nicht einfach so herausziehen, da sie etwas blockiert. Meistens findest du hier in der Mitte irgendeinen Hebel, wo vielleicht auch Push draufsteht, wo du drücken musst. Dann kannst du diese Schublade auch ganz einfach entfernen. Du siehst, ich habe jetzt hier einfach so einen kleinen Haken, der befestigt ist. Wenn ich das Ganze runterdrücke, dann kann ich die Schublade auch schon rausziehen. Die sieht jetzt schon etwas schmutzig aus. Und die kann ich jetzt ganz einfach reinigen. Dafür könntest du das zum Beispiel in der Spüle einfach per Hand reinigen oder auch ganz einfach in die Geschirrspülmaschine stellen. Denn hier wird das Ganze dann auch wieder richtig schön sauber und wird von sämtlichem Schmutz einmal befreit. Und das hilft am Ende natürlich auch ganz einfach deiner Wäsche. Denn dann, wenn diese Fächer richtig schön sauber sind, dann ist die Wäsche eben auch deutlich sauberer, beziehungsweise es wird eben nicht so schnell wieder schmutzig alles. Du siehst jetzt hier oben in dem Fach sind auch diese ganzen Düsen, wo das Wasser einmal reinkommt. Auch die sind häufig sehr stark verschmutzt und auch diese solltest du dann einmal reinigen. Das funktioniert am besten ganz einfach mit einem feuchten Lappen. Da kannst du hier überall einmal schön längs wischen, um die kompletten Verschmutzungen dann ganz einfach auch zu lösen und zu entfernen. Danach das Ganze noch etwas trocken wischen und dann hast du die oberen Düsen auch schon erfolgreich sauber gemacht. Außerdem solltest du dann nochmal ins Innere schauen. Das heißt jetzt, die oberen Düsen sind ja erfolgreich sauber gemacht, die meine ich jetzt nicht, sondern wenn du ganz einfach aus einer anderen Perspektive in das Fach schaust, dann kannst du sehen, dass hier meistens auch schon einige Verschmutzungen vorhanden sind. Auch die kannst du natürlich ganz einfach mit einem feuchten Lappen wegwischen. Auch den äußeren Rahmen wischen wir jetzt einmal so ein bisschen durch. Und das Ganze wird dann einfach so lange gewischt, bis diese Flecken und Verschmutzungen dann auch hier entfernt sind. Danach ganz einfach noch trocken gewischt mit einem Handtuch und dann hast du auch dieses schön gereinigt. Wenn du dann die Schublade jetzt auch gereinigt hast oder eben im Geschirrspüler hattest, dann kannst du diese auch wieder einbauen. Und schon hast du die Schublade bzw. das Fach deiner Waschmaschine einmal grundgereinigt. Zum Einbauen musst du dieses ganz einfach nur wieder reinschieben. Hier musst du vielleicht gucken, ob du auch nochmal diesen Knopf, den du drücken musstest, damit das Ganze rausgehst, etwas reindrückst. Oder du schiebst sie ganz einfach rein, so wie das bei mir hier funktioniert. Wenn dir das Video jetzt geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, wie regelmäßig du die Schublade deiner Waschmaschine reinigst. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.